So, hallo, da sind wir wieder heute mit einer Aufzeichnung, weil gestern hat es die Leitung gesprengt. Happy New Year erstmal. Und Happy New Year, may the sales be with you. Ja. Das sind wir. Herzlich willkommen. Heute als Aufzeichnung wir beide, Barbara Lampel und meine Wenigkeit Regina Westentanner, auf dem Weg zum... Ah nein, nicht auf dem Weg zum, sondern auf dem Weg des Wunschdienstleister-Launches und nebenzu noch so ein paar Lästereien. Ja, du hast schon richtig Ahnung. Auf dem Weg zum ist der klassische Entry für auf dem Weg zum vierstelligen, fünfstelligen, sechsstelligen und siebenstelligen Monats- und Jahreseinkommen. Auf dem Weg zum... Irgendwas. Ja, auf dem Weg zum Irgendwas. Ja, wer bist du, was machst du und was willst du mal werden? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Genau, und wenn du da noch einen Widerstand hast, dann lösen wir den jetzt auf. Genau, mach die Augen zu. Tadam, tadam, tadam. Aufgelöst. Wenn du irgendeinen Widerstand gegen uns verspürst, wir lösen ihn jetzt auf. Ey, und Leute, mal ganz im Ernst, wir haben überhaupt nichts gegen Energiearbeit. Ja? Gegen Dinge, die vielleicht nicht unbedingt Mainstream sind. Aber was ich letztens wieder gesehen habe, das haut wirklich den Boden raus, wenn jemand in seinem Sales-Prozess, in seinem Funnel, während er mit den Menschen schon sehr, naja, oberflächlich, aber tief arbeitet, sagt, und hast du jetzt noch einen Widerstand, das Programm zu kaufen und da rein zu investieren, das ist immerhin ein Invest in deine Zukunft, dann schließ jetzt die Augen und wir lösen diesen Widerstand auf. Da ist bei mir so irgendwie so eine moralische Grenze erreicht. Da sind wir bei der berühmt-berüchtigten Diskussion über, arbeiten wir kundenpsychologisch oder arbeiten wir verkaufspsychologisch? Das ist nämlich aus dem dunklen Dark Book, aus dem Schwarzbuch der Verkaufspsychologie, wenn du einen Widerstand fühlst, dann ist das der Hinweis, dass du drüber hinspringen musst, um deine Komfortzone zu sprengen. Oder wir lösen ihn auf. Oder der Widerstand, die Angst ist dein bester Ratgeber. Oder du bist noch nicht so weit. Richtig. Dass du dein Ziel verstehst. Mit diesem Investment kommst du so weit. Das ist alles Schwarzbuch, Sales, Verkaufs, psychologische Rhetorik. Das Schlimme ist, es funktioniert nur dummerweise. Wird nie jemand von uns erfahren, wie erfolgreich diese Kunden sind. Naja, von 3 erfährt man es meistens, weil die stehen dann als wunderschönes Testimonial irgendwo. Genau. Von den 30 weiteren wird man es nicht sehen. Deswegen haben wir auch leider keinen Auf dem Weg zum Wunschdienstleister, sondern bei uns versuchen wir euch näher zu bringen, dass ihr ein hohes Eigeninteresse natürlicher Art und Weise habt, dass ihr Wunschdienstleister werdet. Es wird aber auch leider nichts mit nur energetisch Widerstände wegarbeiten und der Angst. Die Angst sollte euch in dem Fall hoffentlich ein schlechter Ratgeber sein. Das wird nämlich auch nichts. Aber natürlich ist, das ist immer so, das ist, glaube ich, immer so die Schwierigkeit, wenn man so diese, ich finde das immer ganz spannend, diese Menschen da so zu sehen, wie sie da ihre Schwarzbuch-Rhetorik auspacken und wie sehr man dann einfach auch schnell aufpassen muss, weil das halt auch, es klingt im ersten Moment halt auch so easy, es geht dann so leicht über die Zunge, ne? Ja. Und dann, weh, du guckst dahinter, dann stellen sich mir die Nackenhaare jetzt wirklich die letzten 20 Jahre auf. Mein Hirn kriegt schon gnadenlosen Freeze. Und weil das im ersten Moment klingt das halt alles gar nicht so schlimm. Es ist ja im ersten Moment, das klingt das alles noch so harmlos und diese Aufrufe und alles. Und wenn du da mal hinter da genau zuguckst, mir hat letztes Mal jemand erzählt, jemand macht irgendwie so in einer relativ großen Facebook-Gruppe irgendwie so ein Daily-Video, was ich echt ambitious finde. Also Chapeau, ja, wer täglich in seinen großen Facebook-Gruppen so ein Video am Tag für die Facebook-Gruppe macht, finde ich aber ganz gut. Aber das Video-Intro beginnt mit, naja, während ich mich hier schminke, das ist ja sonst so tote Zeit, also bin ich jetzt mal für euch da. Ich mich allen Ernstes frage, hat denn jetzt keiner zugehört? Also, weil ich sonst tote Zeit habe, bin ich jetzt mal gerade für euch da. Puh, das ist Wertschätzung. Und da gibt es halt immer einen, der macht oder eine, die macht. Und dann gibt es die sich mit sich machen lassen. Und wir appellieren natürlich sehr gerne an eure
Vernunft, darf ich es Vernunft nennen? Ja, Vernunft haben wir gesagt, das Vernunft. Vernunft ist das sexy Wort bei uns. Vernunft, wir appellieren da echt an eure Vernunft, sucht euch, wählt euch weise eure Weiterbildungen aus und in welchen Kreisen ihr euch da umgebt. Und das hat nichts damit zu tun, du bist der Mensch, der die fünf Leute und ihr kennt diesen Schmarrn. Nein, damit hat es nichts zu tun, sondern einfach guckt euch genau an, in welchem Feld ihr euch befindet, womit ihr eure Zeit verbringt. Und bestenfalls verbringt ihr sie bei uns beim Wunschdienstleister-Workshop, wenn ihr Bock habt drauf natürlich, weil da bekommt ihr wirklich was Schönes, Fundiertes, was mich wirklich weiterbringt und wo dieses Eigeninteresse, das ihr habt und vielleicht, also aus meiner Sicht wäre es geil, das Eigeninteresse zu haben, haben solltet, untermauert. Ja, und ich glaube, dass an der Stelle ist es halt auch einfach so ein bisschen so, egal, also man kann ja ganz, völlig legitim, ich meine, kann ja sein, dass der Wunschdienstleister überhaupt gar nicht euer Ding ist, weil ihr seid, weiß ich nicht, B2C-lastig und habt einen E-Commerce-Shop. Wahrscheinlich 100% ist der Wunschdienstleister nicht der richtige Workshop für euch, ja. Wenn es aber, trotzdem könnt ihr aus dem, was wir euch versuchen zu erzählen, viel versuchen wir zumindest, dadurch, dass wir transparent machen, warum wir diese Videos machen, wie wir es machen, warum wir Videos in Zukunft machen, die halt da mal danach weg sind, weil wir möchten, dass ihr auch so ein bisschen so ein Eigeninteresse für euch selbst, einfach mal eine eigene Verpflichtung euch selbst gegenüber zeigt, okay, da gibt es Inhalt, da gibt es To-Dos und die setze ich jetzt auch hin und schiebe nicht, demnächst höre ich mir die B&R Talkshow an, damit ich die offenen To-Dos noch abarbeiten kann. Ne? Also deswegen, wenn wir euch sowas klauen, dann ist es nicht so, um diese berühmt-berüchtigte Dringlichkeit oder Scarcity zu erzeugen, sondern aus der leider langjährigen, leidigen Erfahrungen, dass unsere und meine und deine Lieblingskunden auch ganz gerne am Sankt-Nimmerleins-Tag-Syndrom leiden. Und das Sankt-Nimmerleins-Tag-Syndrom ist, ich mach's dann demnächst, morgen, nur nicht heute, und dann ist irgendwann halt spät und dann denkt man sich, ja, da war doch noch irgendwas. Und wenn man halt dann mal sagt, okay, pass auf, und ist wirklich lustig, also im Sales-Training ist das auch immer so, das klaue ich dann ja, so auf immer zum 31.12. Und ich sehe natürlich, wenn dann alle nochmal anfangen nachzulampeln und die Videos, bevor sie vor 24 Wochen Zeit hatten, in den letzten drei ihnen dann über Nacht einfällt, oh Gott, ich muss das Sales-Training nachholen. Muss ich nicht verstehen, kann ich zwar erklären, muss ich aber nicht verstehen, wenn es um euer eigenes Business geht, was euch ernährt, womit ihr die Welt ja auch ein Stück besser machen wollt. Denn wir sind ja hier beide wirklich so von der Idealistenfront, frag mal, wie lange wir das noch durchhalten, dass wir ja glauben, dass unsere Unternehmer und Unternehmerinnen mit dem, was sie da in die Welt bringen, die Welt ja besser machen. Mit den regionalen Unternehmen, die die Region aufwerten, mit den Dienstleistungen, die so viel cooler und besser sind, als vielleicht jemand anders sie anbietet oder sie gar niemand anders anbietet. Also unser Idealismus ist an der Stelle ja auch, dass wir immer wieder glauben oder das Glauben der festen Überzeugung sind, die Welt braucht euch ja. Also so wie das gerade läuft, ist das ja auch nicht das sonderlich Wahre. Und wenn ihr eben insbesondere auch in diesem B2B-Bereich unterwegs seid, da sind die Stories dann vielleicht nicht auf Facebook, aber das läuft genauso gruselig. Ja? Das landet dann bei mir als E-Mail. Aber es ist ja genau der gleiche Horror. Und damit habt ihr dann halt genau das an der Stelle, dass ihr einen bösen Missdienst an euren potenziellen Kunden treibt, weil ihr nicht der Wunschdienstleister seid, den ihr sein könnt, und ihnen damit dann auch einfach gnadenlos zu helfen. Ja, und der Missdienst ist nicht nur am Kunden, sondern ist auch an euch selbst. Okay. Und das ist wirklich so, das ist schon die Frage, wie steige ich in eine Kommunikation ein? Ja, wie spreche ich jemand an? Wie reiße ich jemand auf komisch Sprech gesagt, ja? Also wie ziehe ich denn jemand zu mir an Land und falle ich denn, wenn ich, ganz einfache Geschichte, Messenger-Nachricht, erste Nachricht, zack, bumm, kauf meinen Workshop. Nein. Und also an der Stelle darf ich euch gerne ins nicht vorhandene Sales Training Affiliate Programm einleiten. Schickt die einfach alle mit an. Oh, ich möchte nicht im Sales Training. Vergiss es wieder, du darfst es denen doch nicht schicken. Das sind so ganz einfache Sachen. Und ich am Ende des Tages fühlt sich jeder besser, wenn er vernünftige Arbeit gemacht hat. Ja? Du kannst es mit einem 5-Sterne-Hotel kompensieren, du kannst aber auch das 5-Sterne-Hotel verdienen. Es gibt zwei paar Wege, dahin zu kommen. Also kann man sich echt überlegen. Ja, also wir sind gerade, ihr merkt, wir sind gerade so ein bisschen im Jahresanfang Lester-Modus, weil zurzeit ja die neuen Trends dieses Jahr unglaublich ausgespielt werden. Also wichtigster Trend 2019 wäre der Online-Marketing-Agentur. Ich sag nein, werde
Wunschdienstleister mit dem, was du kannst und schon etwas länger machst und verlauf dich jetzt bitte nicht in die nächste eierlegende Wollmilchsau, die dir deinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Wenn du das, was du kannst, gescheit machst, kannst du damit auch deinen Lebensunterhalt bestreiten. Du kannst damit nicht nur deinen Lebensunterhalt bestreiten. Meine Ansage ist sogar eins krasser. Du kannst damit, nur damit kannst du deinen Lebensunterhalt bestreiten. Seit 20 Jahren gucke ich jetzt anderen Leuten beim Arbeiten zu. Seit 20 Jahren habe ich Kollegen, die kommen und gehen. Ich habe Kollegen, die einfach neu nachrücken, die neu in dem Bereich anfangen, die dann über langjährige Kollegen wurden, ähnliches. Ich habe aber auch immer die, die so aufploppen. Ja? Die sind auf den Sprung, auf den Zug aufgegangen, sie sind Business Coaches geworden, ohne zu wissen, was das wirklich heißt, wenn ich nicht irgendwie Fach- und Führungskräfte, sondern wirklich Business, was dann Consulting ist, betreibe. Und die dann alle irgendwie wieder verschwinden, weil sie halt gar nicht die Expertise haben, damit das wirklich funktioniert. Dann machen alle in Online, dann machen alle in Marketing, dann, na, jetzt kommt die Online-Marketing-Agency, dafür müssen sie jetzt alle werden. Hey, wenn das eure Fachexpertise ist, ja, dann macht ihr natürlich den Trend und werdet Online-Marketing-Agency. Wenn ihr aber im Bereich Datenschutz, Ausbildung, was weiß ich alles unterwegs seid, dann werdet ihr bitte um Gottes Willen nicht Online-Marketing-Agency, weil das ist, was ich, also da fehlt mir ja der Sprung, wie die Leute denken, dass ihnen das Problem löst. Also ja. Ich bin da in meiner Expertise, ich habe da Fachexpertise zwischen ein und von mir sogar 20 Jahren Erfahrung. Es läuft nicht gut. So, und jetzt komme ich auf die Idee, weil ich den Fachbereich, das ist total geil, jetzt wechsle ich einen Fachbereich, in den ich null Plan habe, aber damit werde ich erfolgreich. Hä? Ja, ja. Das weil sie dieses Video guckt und für mich, für die kleine arme Barbara, dafür eine Erklärung hat, bitte sendet sie mir, ruft mich an, tell me. Ich verstehe es nicht. Ja. Das ist aber auch dem ein bisschen zuzuschreiben, dass sich das alles so logisch anhört. Natürlich, wenn du so von draußen drauf guckst, dann denkst du dir so, what? Und wenn du so gerade drin steckst und irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir das nur so vorstellen, wenn du gerade so drin steckst und so in der Verwirrung bist und dir denkst, so, wie geht's jetzt weiter? Ah, cool, neues Pferd draufgesessen, losgeritten. Also du meinst nach dem Motto, die glauben dann, das alte Pferd, weil es tot geritten ist, musst du das alte Pferd, weil es tot ist, musst du es wegschmeißen und du musst es mit einem neuen Pferd versuchen. Ja, so klingt es schon logisch, es hilft mir immer noch nicht. Mein Hirn denkt sich immer noch, oh Gott. Ja, und trotzdem passiert das, weil sonst würde es nicht so aggressiv ausgespielt werden. Ja, weil da einfach Menschen anscheinend auf irgendeine Weise zugänglich sind. Ja. So. Aus jetzt wirklich langjähriger Erfahrung, habt ihr in einem Gebiet fachliche Expertise, was immer das ist, zwischen ein und Jahren bis 5 Jahren bis 10 Jahren. Es ist leichter und kurzfristig wie langfristig erfolgreicher, diese Expertise sauber zu monetarisieren, als zu versuchen mit einer neuen Expertise, weil ich glaube, ich muss nur dem Kunden einen einzigen Schritt voraus sein, darin zu monetarisieren. Das ist viel, viel, viel aufwendiger, viel mehr harte Arbeit und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist massiv geringer. Aus einem einfachen Grund. Wenn ich meinen Job kann, was muss ich nicht mehr machen? Ich muss nicht mehr pro Woche 10, 20 oder 30 Stunden daran aufwenden, um gut in meiner eigentlichen Kernqualität zu werden, die ich nachher für Geld anbiete. Diese Zeit kann ich in ganz andere Dinge, in Sales, in Marketing, in Wunschdienstleister, in perfekter Kundenkommunikation. Ich kann mich also in all den Bereichen fortbilden, die ich brauche, um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Muss ich mir eine neue Fachexpertise aufbauen, dann brauche ich viel länger. Nicht umsonst dauert eine Ausbildung 3 Jahre, ein Studium, sonst irgendwas. Es fällt ja nicht vom Himmel. Und nur, weil es an der manchen Stelle so ausschaut, weil irgendwie es digital ist, aka es geht schneller, nein. Es ist nicht einfacher. Jeder, der schon mal vor der Technik stand und nicht mehr wusste, wo jetzt hinten und vorne bei diesem ganzen Prozess ist, weiß, das ist nicht einfacher. Und jeder, der schon mal versucht hat, sich aus dem Nichts einen Funnel aufzubauen und wenn er noch so gut erklärt ist, wird sagen können, das ist
ganz schön tricky, wenn du keine Ahnung hast davon. Wenn du den Prozess 1000-mal gemacht hast, ist das easy. Wenn du den Prozess noch nicht 1000-mal gemacht hast, musst du diesen Weg in deinem Hirn erstmal erschließen. Und das kostet Zeit und Aufwand und so weiter und so fort. Und lieber nehme ich doch dann den Telefonhörer in die Hand oder schreibe eine nette Mail mit den, also an die Leute, die ich ohnehin kenne und wo ich weiß, dass die was brauchen können von mir und verkauft. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr möchtet gerade, ihr habt gerade eine frische, eine Fachexpertise gewechselt, es gibt ja auch gute Gründe, das zu machen. Insbesondere wenn man sagt, hey, mit der alten, keine Ahnung, das Pferd ist wirklich tot, die Fachexpertise braucht kein Mensch mehr. Es wird Zeit für einen beruflichen Wechsel. Ja, aber macht den aus einer inneren Motivation heraus. Nicht aus dem Glauben, weil ich die Fachexpertise wechsle, wird es leichter, damit Geld zu verdienen. Es ist völlig legitim, die Fachexpertisen zu wechseln. Es ist alles, darum geht es nicht. Aber es muss eine innere Motivation sein, sich ein neues Feld erschließen zu wollen. Das muss euch der Anreiz sein. Aber es ist wirklich, ich habe es noch nie gesehen, dass wenn ich den direkten Vergleich habe, und glaubt mir, ich habe schon manchmal Kunden gesagt, so nein, wir monetarisieren jetzt etwas anderes. Und ich habe das auch gemacht, als ich meine allererste Company aufgebaut habe, eine Schweizer Vermögensverwaltung, habe ich auch nicht, und obwohl ich Kunden teilweise übernehmen konnte oder sonst was, auch nicht automatisch die Umsätze gehabt, die ich gerne gehabt hätte. Was habe ich gemacht? Ich habe auf meine alte Expertise zurückgegriffen und habe nochmal massiv Mathe-Nachhilfe und Mathe-Repetorien gegeben, auf Uniniveau. Weil das die schneller zu monetarisierende Ressource war, weil ich mir einen super Namen über die Jahre bereits erarbeitet hatte, noch Zugang zu den Uni-Studenten hatte. All das, ganz ehrlich, das war schneller als der lange Prozess, einen Primaten oder einen Unternehmensvermögensverwaltungskunden zu akquirieren, und ich musste den Kühlschrank jetzt voll bekommen. Das ist wirklich, ich habe auch eine alte fachliche Expertise, auch ein altes fachliches Netzwerk zurückgegriffen und habe einfach Uni und Vorbereitung für Realschulabschluss und Abi, all diese ganzen Repetitorien hardcore durchgezogen. Es war mega gut, weil es mich auch entspannt hat. Aber das war genau der Move für die neue Seite. Und da hatte ich auch schon Berufserfahrung. Das habe ich nicht aus dem Blanko gegründet oder sonst was. Aber es dauert einfach länger. Ja, und auf die andere konnte ich auf ein bestehendes Netzwerk zurückgreifen und das geht viel, viel schneller. Und das ist das, wo ich an der Stelle immer sage, fallt nicht auf diese Bullshit-Argumentation raus. Seid ihr top in eurem Job, dann kann man damit Geld verdienen. Macht ihr das und seid es auch erst seit einem Jahr oder sonst was, aber das ist erfolgreicher, als wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt muss ich irgendwas anderes machen. Im Normalfall fehlen euch nur die Qualifikationen zu verstehen, wie funktioniert Wunschdienstleister sein, aka Sales, wie funktioniert eine Kommunikation, was braucht es, damit der Kunde kauft. Das ist die Frage, die ihr im Normalfall nicht beantworten könnt. Ihr könnt die Frage, was braucht der Kunde, insbesondere wenn es ein B2B-Kunde ist, nicht beantworten, was braucht er, um Kunde zu werden. Das liegt nicht an eurer Fachkompetenz oder sonst irgendwas. An diese Frage hängt ihr und könnt sie nicht beantworten. Ja, und das ist aber durchaus dem Imposter geschuldet, dass die Frage immer wieder im Raum steht, so liegt es an meiner Kompetenz, dabei liegt es an deiner Verkaufsfähigkeit. Und damit geht es nicht darum, Hardcore Verkaufsprofi unter der Sonne zu werden, auch das ist Bullshit, ja, sondern das geht einfach darum, eine schnöde, sage ich jetzt. Ich meine, du darfst sagen, was es ist, komm, wir haben einen langweiligen Job. Eine ganz schnöde Arbeit zu tun, in der ich aber, und das ist der schöne Teil an dem Job, Beziehungen zu Menschen aufbaue, Beziehungen zu Unternehmen oder Abteilungen in Unternehmen aufbaue und davon wirklich ein gutes Gegenspiel passiert. Und das ist das, was bereichert, ja. Und das ist das, was man verstärkt einfach tun darf. Und da kommt man nicht drum rum, ob du jetzt automatisch online verkaufst oder nicht. Du wirst irgendwie diese Beziehungen brauchen. Ganz einfach. Und die sind wichtig und wir sind alle soziale Wesen. Und es ist eigentlich ganz geil, wenn man diese digitale Welt nutzt, um Beziehungen aufzubauen. Aber die dunkle Seite der digitalen Welt, sage ich jetzt mal, ist das, dass es halt offensichtlich zeigt, dass die wenigsten Menschen in der Lage sind, irgendeine Beziehung auch wirklich aufzubauen. Ja? Also dass es wirklich an unseren Kommunikationsfähigkeiten scheitert, an denen auch Verkaufsfähigkeiten damit, weil Kommunikation ist Verkauf. Ist einfach so. Ja. Ja. Deswegen sollte euch das immer wieder, bringt euch in die Lage, wenn ihr gerade wahnsinnig unzufrieden seid oder auch nur so ein bisschen unzufrieden seid, haltet die Sachen auseinander. Weil wenn es euch eigentlich Spaß macht und auch wenn euch jemand sagt, weiß ich nicht, Steuerberatung, Buchhaltung, Datenschutz, egal was ihr macht,
Ich meine, ich habe eine Unternehmensberatung. Eben langweiligeren Job gibt es ja auf dem Papier nicht. Wenn ich gefragt werde, was ich mache, ist es das. Ich sitze am Rechner und starre. Wenn ich die Data Science-Seite mache, dann ist es noch gruseliger. Ich starre auf Zahlen. Das ist boring business. Das ist im ersten Moment boring business. Aber es macht doch einen Heidenspaß in deinem Fachgebiet, wo du mir dann in der Nachts um drei mit 5 Promille jedem Kunden noch helfen kannst, weil du, wenn die Frage kommt, so, weißt du, das ist die Lösung dafür. Ja, ganz ehrlich, das ist doch ein Heidenspaß, wenn du den Kunden siehst, die Augen leuchten und du denkst so, ja, gell, jetzt haben wir ein Problem gelöst, das ist super. Ja? Und das, das ist, und wenn ihr diesen Punkt habt und wisst, hey, das könnt ihr, ich kann das doch alles. Imposter-Syndrom mal kurz 2 Schritte raus und aus dem Block rausgeschmissen, ja, stellt den Imposter mal vor die Haustür. Stell den Imposter mal vor den Kühlschrank. Für den Kühlschrank, der soll er mal einen kleinen Snack nehmen. Und euch dann zu fragen, okay, wenn ich meinen Job doch kann es vielleicht schlicht und einfach nur daran liegen, dass ich nicht weiß, wie ich meinem Gegenüber klar machen soll, dass ich die Lösung seiner Probleme bin. Ja? Ja. Und dann, daran kann man arbeiten, wie an allem anderen auch. Das ist pures Handwerk. Das ist nothing fancy. Das ist noch nicht mal künstlerisch. Im besten Fall ist es wissenschaftlich fundiert im Sinne von, dass wir eine bestimmte Ahnung haben davon, was wir tun und das nicht nur aus unserer Erfahrung, sondern aus viel Erfahrung und vielleicht aus der einen oder anderen Studie. Aber ansonsten ist es Handwerk. Also mein Job ist ja noch viel schlimmere rudimentäre Handwerk. Es ist ja noch nicht mal schick. Das ist pures Handwerk, was man lernen kann und was man repetitiv, was man halt auch weiß, was ganz bestimmte Dinge braucht. Ja, das ist einfach so. Und da könnt ihr euch, das ist viel, viel leichter, immer wieder zu wissen, hey, ich kann doch meinen Job, anstatt auf die leeren Versprechungen, dass wenn du in das, was haben wir denn gerade, was alles in ist? Also wir müssen Online-Marketing-Agency werden, wir müssen Ausbildung buchen, damit wir, wenn wir die Ausbildung durchlaufen haben, 4-stellig sind, gleich sofort. Wir müssen elitär VIP Masterminden und Masterclasses machen. Was müssen wir noch alles machen? Speaker war letztes Jahr. Ich glaube, Speaker ist jetzt mal... Ich glaube, Speaker ist ein bisschen rum, oder? Speaker ist jetzt mal ein bisschen Ruhe hier. Ja. Da können wir jetzt mal durch sein. Ja, du musst auch kein Content mehr liefern, sondern einfach nur noch... Da sein, ne? Da sein, das reicht auch. Und das ist auch noch gar nicht so der falscheste. Nee, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme dran, dass das wirklich im Grunde darum geht, dass du ansprechbar bist und da bist. Das ist halt manchmal in Bahnen gelenkt wird, die mich dann wieder staunen lassen. Aber gut, aber diese ganzen Säue werden jetzt dieses Jahr wieder durch sämtliche Plattformen getrieben. Ja. Mal gucken, also Experte ist auch so ein bisschen, man muss jetzt mal, nicht jeder macht dich jetzt mehr zum Experten. Das ist ein wenig weniger geworden. Nee. Mal schauen. Ja, du musst, keine Ahnung. Du musst. Wird schon kommen, wir werden sie sammeln. Habt ihr übrigens auch da bitte Aufruf an euch. Habt ihr bereits einen Trend für 2019 entdeckt? Write us. Wir möchten es aufnehmen, wir möchten auch trendig sein. Ich glaube, irgendwas habe ich heute noch gelesen, in 10 Tagen 7-stellig. Irgendwie so. Das ist ja so ein Ding, was nie weggeht, oder? Schnell, hektisch und reich geht doch gar nicht mehr weg. Ja, aber wir waren jetzt mal in einem Monat 6-stellig, jetzt sind wir in 10 Tagen 7-stellig. Ich finde, ist schon eine Steigerung. Ja, das ist schon eine Steigerung. Schon ein bisschen eine Steigerung. Also, finde schon. Gut. Also. Vielleicht sollten wir es auch endlich buchen. Ja, vielleicht sollten wir da mal hingehen. Vielleicht ist ein guter Kurs. Ja. Aber dann müssen wir danach eine ehrliche Referenz schreiben. Ich weiß nicht, ob die uns zulassen. Du wärst nicht immer durch den Buchungsprozess. Kann man die anonym schreiben, die Referenz? Na, da würde ich sie dann sehr offensichtlich nicht anonym schreiben. Wie dem auch sei, lasst euch nicht durch dieses Dorf jagen 2019, sondern macht wirklich einfach ganz normal eure Arbeit, weil das ist nämlich eigentlich ziemlich geil. Ich plädiere immer noch dafür, dass ganz normale Arbeit ziemlich sexy sein kann und es echten Spaß macht, wenn was geschafft und geschaffen wurde. Und zwar das, was du kannst, und ich sehe immer wieder dieses Grinsen von Leuten, wenn du mit ihnen arbeitest und sie merken, dass das, was sie tun, eigentlich richtig geil ist, dass sie aber noch nicht verstanden haben, wie sie es kommunizieren sollen und dass sie selber noch gar nicht kapiert haben, dass es eigentlich richtig geil ist, weil es ist ja nichts. Das ist ja immer das Beste, ja? Das ist ja nichts. Ist ja nichts wert, weil die anderen sind ja irgendwie alle cooler. Hört auf mit dieser Scheißvergleicherei. Sorry für das Kraftwort, aber das musste jetzt gerade sein. Macht einfach euer Ding und macht euch wirklich, seid
zu Diensten. Seid zu Diensten. Und zwar zu eurem eigenen Vergnügen auch. Das geht nicht ums Buckeln, sondern es geht auch wirklich ums eigene Vergnügen. Jemand anders damit glücklich zu machen, dass du was kannst, ist doch wirklich, einfacher geht's doch eigentlich gar nicht. Und das, trotzdem ist Arbeit, auch wenn sie einfach ist, Arbeit. Ja, Arbeit bleibt halt am Ende. Das ist dann wohl unser Wort zum Sonntag heute. Es bleibt halt dann doch einfach Arbeit. Ja, aber es ist auch, es gibt auch überhaupt gar nichts dran zu mäkeln. Es ist immer diese Idee, man muss von der Arbeit weg und muss in dieses süße Nichtstun gleiten. Ey, tu mal 7 Wochen einfach süß nichts. Ich würde wahrscheinlich sterben. Und ich glaube, ich kann es auch gar nicht. Also so nach 5 Tagen wird es anstrengend. Und dann sollte ich auch besser allein sein, weil ich werde nicht unbedingt netter zu meiner Umgebung. Ja, und da fehlt aber, also das ist jetzt, wir können jetzt auch die Blockade auflösen. Na, dass wir nicht entspannen können oder sonst irgendwas. Nee, um das geht's nicht. Es geht um einen guten Ausgleich. Wenn du einen guten Ausgleich hast, kannst du echt richtig viel arbeiten. Und wenn du ein Leben hast und ein Leben führst, das in einem guten Ausgleich sich befindet und manchmal halt auch seine Spitzen hat, dann kannst du ziemlich viel arbeiten. So ist das nun mal. Und das ist auch sehr geil, weil das macht nämlich sehr viel Spaß. So. Ja. So. Das ist unser Wort zum Jahr 2019. Genau. Also unsere Trends sind Arbeiten, Vernunft, Wunschdienstleister und am Ende des Tages macht das am allermeisten Spaß, auch wenn ihr es am Anfang nicht glaubt, weil das simple Nichtstun, das passive Gedönse im ersten Moment so viel attraktiver ausschaut und im Hinterein einen so in den Arsch beißt. Ja, so ist es. In diesem Sinne? In diesem Sinne wollten wir noch ganz kurz euch ja sagen, wir machen hier ein Webinar, liebe Barbara. Ja, wir machen ein Webinar. Wir machen ein Webinar. Wann machen wir denn das Webinar? Da haben wir überhaupt schon ein Datum, Frau gewesen, Tana. Wir haben kein Datum, aber wir haben ein Thema. Und, genau, also Datum kommt, ganz genau. Geil, aber wir haben ein Thema. Aber das Thema kommt, weil das, da können wir schon mal ein bisschen Spaß haben miteinander für eine Stunde. Ja. Und zwar ist das Thema Kommunikation, B2B-Kommunikation über Messenger-Dienste. Genau, B2B-Kommunikation über Messenger-Dienste. Zum Aufriss. Ja. Zum Aufriss, zum Beziehungsbeginn. Ja? Zum Beziehungsbeginn, aka wie reiße ich mir denn den Kunden auf? wie kläre ich das denn überhaupt, ob der Mensch überhaupt interessant ist? First-Dating-Tipps in der B2B-Kommunikation. Das ist unser Webinar-Thema. Datum haben wir jetzt natürlich jetzt nicht da. Da schreiben wir gleich in den Post rein, wenn das Video gepostet ist. Da seht ihr es dann ganz oben. Kommt gerne zu uns ins Webinar. Achtung, wir haben begrenzte Plätze, denn wir wollen mit euch zusammen arbeiten und nicht euch frontal beschallen. Deswegen first come, first serve. Tragt's euch ein, um alle Tipps und Tricks in, wie man's macht, insbesondere in Messenger-Kommunikation, egal dann über Facebook, Xing oder LinkedIn. Wie kommuniziere ich einen angebahnten, kalten Erstkontakt über Messenger? So heißt es dann. So hört sich das jetzt in Fachsprache an. Genau, aber wir nennen das, weil ein bisschen müssen wir schon mitspielen. First Dating Tipps für B2B. Das Beste ist, und dann wird gleich irgendjemand unten drunter schreiben, jetzt gibt es Dating-Tipp vom Autisten, der nicht flirten kann. Läuft. Genau, und dann wird wahrscheinlich der Nächste drunter schreiben, ah ja genau, das habe ich vergessen, Messenger-Bots. Messenger-Bots, ach du Scheiße. Die kommen wieder hoch. Also. Stimmt, die Messenger-Bots kommen wieder hoch. Übrigens, aber Achtung, wenn ihr ein Messenger-Bot habt, dann ist das Webinar gleich dreimal für euch sinnvoll, denn Messenger-Bots kann man mega geil einsetzen, wenn man weiß, wie man kommuniziert, dann sind die Dinger Bombe. Dummerweise weiß es irgendwie keiner. Genau, und deswegen, liebe Leute, meldet euch für unser Webinar an. Genau, meldet euch an, Datum findet ihr oberhalb vom Post. Ziemlich fett platziert. Genau, und bis mit... Ihr seht, es ist heute später als normalerweise Mittag bei der Frau Westenhanna, die ist schon ganz schön hirnleer, denn ich gearbeitet. Oh Gott, du machst auch immer alles falsch. Hier ist das Laissez-faire und nicht 6 Termine untereinander in extra Taktung und ich bin nicht durch. Ich bin gerade meinem Hubschrauber entstiegen und der konnte nicht landen, weil so viel Schnee im Garten. Ach ja, aber ich habe ja keinen Hubschrauber. Ich habe ja sowas alles nicht. Eine Drohne. Ich lasse mich von der Drohne so durch die Gegend. Wir hören jetzt mit dieser Aufzeichnung auf. Ihr Lieben, einen wunderbaren, schönen Abend, Tag, was auch immer. Meldet euch zum Webinar und wir freuen uns, mit euch zusammenzuarbeiten fürs First Dating in der B2B-Kommunikation. Über Messenger. Tschüss.